Die richtige Ernährung am Sonntag, da fragen wir nochmal den Sportmediziner, der auch Ernährungsberater ist, Herr Siebenhühnen. Was muss auf den Tisch die nächsten zwei Tage? Die nächsten zwei Tage viel Kohlenhydrat. Man muss versuchen, obwohl es nicht geht, den Kohlenhydrattank über die Massen vollzuladen. Also wesentlich über 30 Kilometer kriegen Sie den nicht. Aber um die wenigstens bis dorthin zu haben, viel Kohlenhydrat, viel Vollkornnudeln, Reis, Kartoffeln. Und unmittelbar vor dem Lauf eher das Gegenteil. Also nicht mehr so gehaltvolles, sondern eine Scheibe Toast mit Honig und eine halbe Tasse Kaffee, ja. So wie hier. Lieben das Laufen in der großen Gruppe. Und Herr Siebenhühn, Sie gehen unwahrscheinlich gerne alleine in den Wald. Warum? Ich laufe seit vielen Jahren alleine, einfach weil der Faktor des Abspannenkönnens ist ungeheuer groß. Man ist alleine mit sich, es gibt kein Handy und nichts. Man sieht auch keinen, wenn man abseits der Hauptwege läuft. Es wird hormonell auch, passiert was Interessantes. Es wird ein Hormon ausgeschüttet, wenn man eher langsam und entspannt läuft, das einen nicht glücklich macht, wie es auch man manchmal liest, aber das einem wirklich Abgrenzung vor dem ganzen Stress der Welt schafft. Ja. Herr Schmidt, Sie gehen nicht nur in der Gruppe laufen, Sie haben auch Ihre Frau immer dabei. Und stimmt das, dass die läuferisch die Nase vorn hat und Sie deswegen so ein bisschen ziehen? Es sprechen alle Anzeichen dafür. Bisher war sie immer so nett und kameradschaftlich und hat mich gezogen. Aber alle ihre Werte weisen darauf hin, dass sie die Nase noch vorn hat. Und gut, sie ist noch ein paar Jährchen jünger. Aber es ist ein weiteres ambitioniertes Ziel von mir, da aufzuschließen. Ja. Und ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Apropos Nase vorn, da fällt mir noch was ein. Die Witterung zurzeit ist hier nicht stabil. Sonntag erwarten wir gutes Wetter. Wenn jemand, und da gibt es einige davon, eine leichte Erkältung hat, vielleicht einen leichten Schnupfen ohne Fieber, würden Sie ihm abraten, Sonntag zu starten? Leichter Schnupfen ohne Fieber, ohne Gliederschmerz, ohne schweren Kopf, einfach nur eine erhöhte Schleimhautentwicklung. Man könnte es dann in Kauf nehmen. Man muss es also davon abhängig machen, wie man sich fühlt. Hm. Hat man das Gegenteil, also diese gegenteiligen Faktoren und fühlt sich wirklich nicht gut, ist es sehr viel vernünftiger, es zu lassen. Hm. Die Herzklappen zum Beispiel sind aus ganz empfindlichem Gewebe, ganz anfällig für Infektionen in Verbindung mit hoher körperlicher Leistung. Ja.